brauche eine bessere Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Roger, Ziel markiert. Bereit, auf deinen Befehl. Wie? Alter. Die haben die nicht erwischt? Krass. Da die Ruinen. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Es war doof, dass die... Suchen wir hier nach Informationen? Ja. Die Kills entdeckt haben, aber war irgendwie klar. Naja. Wie geht's, Karen? Danke für die Infos über das rivalisierende Kartell. Die Fehlinformationen und dieser Tarnkram haben mir geholfen, den Sicario für El Jefe zu verhören. Ich würde gern sagen, dass ich an dem Nachmittag mit Juri und Polito das erste Mal Spaß daran hatte, einem Gefangenen weh zu tun, aber das wäre gelogen. Ich fühle mich zwar nicht schuldig, aber prahlen würde ich damit nicht. Ich glaube, wir können genauso gut die Guten sein wie die Bösen, verstehst du? Ich meine, wie diese Turteltauben. So viel Böses, wie die tun. Sie sind auch in der Lage, etwas Gutes zu vollbringen. Sie haben den Ruf von totalen Psychos, was sie sicher auch sind, aber die meisten ihrer Verhörmethoden sind direkt aus dem Lehrbuch. Amerikanische Schule. Den Rest, den abgefahrenen Scheiß, hat Polito aus einem französischen Erotikroman, der sich Geschichte des Auges nennt. Ich will sie nicht verteidigen, aber sie sind nicht kreativ und wenn sie gerade keine abgedrehten Ideen ausbrüten und wenn sich diese zwei einfach so sehr lieben können, dann können sie nicht das reine Böse sein. Juri und Polito geben ganz offen und lässig in Gesellschaft zu, dass sie es genießen, anderen Leuten weh zu tun. Dadurch wirken sie vielleicht wahnsinnig und wie Psychos, aber nicht böse, oder? Gute Frage. Gute Frage. Aber... Hi. Ich für meinen Teil würde sagen, doch. Also, Yo, hier ist eine Waffenkiste. Yo, was los, ey? Eine große Waffenkiste. Oh, kann ich gebrauchen. Alter. Gibt's dafür auch, ein Schalldämpfer? Das wäre sowas von lustig, aber ja. Sehr logisch. Gut. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Also, glaubt ihr, bei den beiden ist noch irgendwie was Gutes drin? Oder glaubt ihr wirklich, die sind durch und durch böse? Ich weiß es ja nicht. Also, Feindaktivität. Ich meine, um sowas...
Um sowas zu machen, muss man schon richtig krass böse sein und richtig krass kaputt sein. Sollte jetzt okay sein. Nee, ich glaube wirklich, dass die einfach durch und durch böse sind. Klar, sie lieben einander, aber ja, es ist schwer. Schusswiderstand. Truppenwiderstand, Wiederbelebung, Körper, Fernglasaufklärung, Drohne, Tempo, Markierungsbereich. Markierungsbereich ist geil. Tarnung. Alter, da kann ich ja voll nah rein. Cooldown. Krachmacher. Aber Markierungsbereich ist, glaube ich, richtig geil. Zwei, drei. Auch drei. Fallschirm. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Mine? Ha. Also Minen. Ich glaube, ich hole mir eine Mine. Weil, wenn ich mal wieder so ein. So ein tolles, so ein Ding, ein Konvoi, aufhalten muss. Dann kann ich jetzt, eben das mit einer Mine machen. Das wäre geil. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. So, dann wollen wir mal zum Endboss. Wir wissen, wo Juri und Polito sind. Diese kranken Schweine sollen dafür büßen, was sie Sandoval angetan haben. Töten sie die beiden, egal wie. Ja, dann töten wir mal die beiden. Aber es ist schon wichtig, dass Böse gibt es auf jeder Seite. Also, zum Beispiel im Krieg gibt es Helden und Böse auf jeder Seite. Und dementsprechend würde ich sagen, werden wir mal diese Art von Bösen deinstallieren. Wir sind ein bisschen ruppig. Dann fangen wir mal das neue Gadget gleich ausprobieren. Setze Drohne ein. Ist hier jemand? Sieht nicht so aus. Okay. Hier ist niemand. Zur Hütte vorrücken. Augen auf. Shit, wir haben Gesellschaft. Hä? Ich hab doch gerade erst geschaut. Unter der Erde oder was?
Alter, du kannst es doch nicht wissen, du. Komm mal. Ich mag meine. Geht rein. Achtet auf Ecken und Eingänge. Alter. Okay. Mitten. Hier muss es Sandoval erwischt haben. Bowman meint, sie haben ihn 48 Stunden am Leben gehalten. Der zähe Hurensohn hat lange durchgehalten. Er hat sicher darauf gewartet, dass wir kommen, und wir sind verdammt spät. Ist noch früh genug. Bei mir sammeln. Roger, in Bewegung. Ja, stimmt. Bei mir bitte sammeln. Carino, wer warst du, bevor du mich getroffen hast? Mamacita. Ich war niemand, ein Nichts. Ich konnte mir ein solches Leben nicht einmal vorstellen. Eine so erfüllte Liebe, wie du sie mir jeden Tag schenkst. Ach Gordo, so geht's mir auch. Ich war nur ein halber Mensch, bevor ich dich traf. Ein blasses Bild, völlig verschwommen, bis ich mich endlich durch deine Augen sah. Te amo. Gerade eben, als ich diesem Mann die Hände brach, stellte ich mir vor, er hätte versucht, dich zu berühren. Amor, du bist so eifersüchtig. Und jeder Finger, den ich brach, war eine Bestrafung der Sünden, die diese Hände gegen dich begangen hätten. Gordo, gleich muss ich weinen. Ich muss etwas gestehen. Du weißt, du kannst mir alles sagen. Wirklich alles. Vorhin, als du ihm Wasser eingeflößt hast und ich ihm mit dem Viehtreiber Elektroschocks gegeben habe. Aber, Mirina, das war wie aus dem Lehrbuch. Halt den Mund. Als dieser Mann sich eingeschissen hat, wegen all der Schmerzen, die wir ihm zugefügt haben, all dem Leid, fast schon Christus gleich. Er lag da und wimmerte. Ich hatte fast Mitleid mit ihm. Ich wollte mich um ihn kümmern. Meine Arme um ihn legen und seine Tränen wegwischen. Judy, sieh mich an. Was hast du mir zu sagen? Amor, ich will ein Kind von dir. Was geht da ab, bitte? Schieße! Wir sehen uns. Ricarga la chingada! Wenn ihr auch seid, ich werde euch langsam verbluten lassen! Juri ist tot.
esos putos? ¡Ya los tengo en la mira, cabrones! Granate, volle Deckung! Granate! Granate! Juri und Polito sind ausgeschaltet. Kennen Sie diese Filme, wo immer so getan wird, als wäre Rache keine Lösung, als fühlte man sich danach viel besser? Klar. Tja, ich fühle mich großartig. Das Ende dieser Turteltauben-Horrorshow hat uns Punkte bei den Einheimischen gebracht. Melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Bummen Ende. Sie haben einen Butchorn ausgeschaltet. Besiegen Sie die anderen Butchors um an die Leiter der Abteilung und schließlich El Sueno zu gelangen. Alter. Unter der Sicherheitsinfrastruktur wurde angegriffen. Ich fragte mich, ob La Plaga, unser Topsicario, der Sache gewachsen war. Oder ob ihn die sozialen Medien zu sehr ablenkten. Bist du zu beschäftigt mit Internet-Muschis, um deinen Job zu machen? Oder sind Muschis dein Job? Nein, Jefe. Er ist mein Bruder, Svenio. Lass mich das mal machen. La Plaga verstand nur zu gut. Er hängte sich rein. Wer immer dahinter steckt, weiß, dass wir ihn finden werden. Weiß, dass wir für jeden Toten von uns 10 Zivilisten umbringen. Unschuldige gibt es für mich nicht. Der kleine Pendejo wusste nicht, welchen Schaden er verursacht hatte. Die Santa Blanca Sicherheitstruppen. Geführt von El Muro, El Sueños Kindheitsfreund und persönlicher Leibwächter. El Muro heißt die Mauer. Das bedeutet, niemand kommt darüber weg, darunter her oder außen herum. Kartell-Sicherheitstruppen werben massiv an und trainieren wie Tiere. Ausbilder aus Israel, Südafrika, Russland und leider auch aus den guten alten USA. Jeden ersten im Monat ein Polygraphentest. Besteht man, gibt's Sold. Sonst ist schlecht. Trotzdem hat El Muro ein eigenes Polygraphensystem. Diese Sicarios, also Killer, werden gründlich in Schießen, Fahren und Überwachung ausgebildet. 2/3 fallen durch und werden Halcones. Wer es schafft, wird als Vollstrecker, Wächter oder Killer in ein Gebiet geschickt. Andere werden Fahrer, Überwachungsspezialisten, Spione oder Folterknechte. Gleich unter El Muro steht Santa Blancas Top-Sicario, La Plaga, die Plage. Wie, fragt man sich, steigt ein Partylöwe zum stellvertretenden Leiter von Santa Blancas Sicherheit auf? Antwort, Sperma. La Plaga ist El Muros kleiner Bruder. Aber machen Sie sich nichts vor, er ist das fieseste Schwein im Internet. Und ja, ich kenne das Darknet. Keine Angst, Sie sehen doch, was ich meine. Okay. Francisco Ricardo Munguia, El Muro, die Mauer. Die Mauer zwischen mir und meinen Feinden, zwischen mir und dem Tod. Wir wurden im Abstand weniger Stunden im gleichen Dorf geboren. Als Kinder waren wir arm wie die Ratten, die durch unsere Hütten kreuchten. Wir lebten im Schatten der Anwesen, wo die Drogenbosse wie Eroberer lebten. El Muro nahm einen anderen Weg. Er ging zur Armee. Special Forces. Er wurde befördert, half die lokalen Bosse zu schützen und wurde dafür mit Kokain und Geld bezahlt. Wir trafen uns wieder. Francisco, hermano, warum bist du noch in der Armee? Wir zwei zusammen können herrschen. Wir beschützen einander, so wie als Kinder. Wir teilen alles, wie Brüder.
Ach ja. Neues Gebiet freigeschaltet. Aber davor mache ich hier noch fertig. Okay. AK-47. Ach so. Von den beiden. Nee. Ganz ehrlich, da benutze ich doch nichts von denen. So. So, Oh Mann, hier muss es so stinken. Warte mal, was mich interessiert ist. Die müssen wir jetzt mal raus da, weil ich will da hinten eine Handgranate reinschmeißen. Granate fliegt. Nee, die ist immer noch so. Okay. Ja, kann man die verstümmeln? Nicht, oder? Nee. Na schön. Dann gehen wir mal hoch. Puh.